Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge iRacing, wo wir uns heute das zweite neu erschienene GTE-Fahrzeug anschauen, nämlich den Ford GT aus dem Jahre 2017. Und das Ganze mal auf Spa-Francorchamps, aber nicht wie immer tagsüber, sondern mal in der Nacht. Meine erste Nachterfahrung hier in iRacing, und es sieht jetzt schon mal richtig, richtig, richtig geil aus. Wir haben die gelben Scheinwerfer von Ford, wir haben die blauen LEDs von Ford, die so ein bisschen die Motorabteilung quasi anleuchten, und dann noch diese schöne Streckenbeleuchtung. Außerdem noch eine beleuchtete Nummer an der Seite vom Ford, eine grüne, ich glaube Positionierung oder Startnummer, was auch immer angezeigt wird, weiß ich nicht. Da sehen wir es, 64. Also da bin ich schon mal sehr, sehr begeistert. Und hört doch mal Sound. Sound ist auch da, klingt nicht ganz so geil wie noch so ein V8 Ford GT, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist auch nur so ein V6 Turbomotörchen. Aber da ist viel los im Sound, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist viel los. Der klingt jetzt an sich vielleicht nicht geil, das liegt aber vielleicht auch am echten Vorbild, aber da passiert viel. Das werden wir auch hören, wenn wir im Cockpit sitzen, und ich glaube, das machen wir direkt mal. Und wir machen einmal Test, und dann geht's hier los. Und da sehen wir schon, dass die blaue Beleuchtung außen sich ebenfalls auch drin abzeichnet. Und das macht das Ganze auch nachts, gerade von der Cockpit-Perspektive, zu einem sehr, sehr interessanten Fahrzeug. Und sieht knackescharf aus. Ist lecker. Legen wir los. Hier schön aus der Endurance-Variante der Pitboxen. Wo wir die Ausfahrt nicht genug kriegen, nicht richtig kriegen. Aber das macht nichts. Wir legen direkt mal los. Wir werden ein paar Testrunden drehen, so wie wir es ja mit dem Ferrari auch auf Le Mans gemacht haben. Aber ich wollte jetzt mal Nacht ausprobieren, und das bietet sich mit diesen Fahrzeugen natürlich an, da die eben in der Endurance-Klasse fahren. Das habt ihr vielleicht jetzt gerade schon in der kurzen Sequenz am Anfang gesehen, dass mir ein paar Mal die Räder stehen geblieben sind. Kein ABS und sehr empfindliche Bremsen. Vermutlich heute noch ein, zwei Mal sehen, dass wir da die Vorderräder zum Blockieren kriegen. Aber ich bin erstmal ruhig, ihr könnt zuhören, wie das Auto so klingt, und ich konzentriere mich mal. Ja, ich finde, klingt sehr lecker, weil da eben so viel passiert, weil das so ein effektreicher Sound ist irgendwie. Auch wenn man untertourig Gas gibt, das zeige ich euch auch nochmal eben. Das klingt auch ganz geil. Komm, machen wir mal jetzt. Sechster Gang. Ich finde das irgendwie mega geil. Das hat so einen richtig schönen Motorsound. Also es klingt richtig schön, man hört richtig schön, dass der Motor Drehzahlen aufbaut und so. Also irgendwie ist das so ein sehr immersiver Sound. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, warum mich der Sound hier so anmacht gerade. Aber gut, erstmal eine etwas schnellere Runde hier durchs nächtliche Belgien fügen. Fahrgefühl ist richtig gut, hat mich sehr überrascht. Ich werde den Ferrari hier, glaube ich, auch nochmal auf Spa testen, jetzt ohne Video, aber Spa ist halt eine Strecke, die ich kenne. So, und deswegen macht es natürlich Sinn, auf einer bekannten Strecke Autos zu testen und nicht so wie in Le Mans, wo man auch wirklich abschätzen muss, also ich für meinen Teil noch abschätzen muss, wo da die Kurveneinlenkpunkte und Anbremspunkte sind und so weiter und so fort. Und das habe ich mich natürlich schon wieder in die Nesseln gesetzt. Ja, Fahrgefühl ist gut, ist schön einfach, oder zack. Naja, ein bisschen zu schnell gewesen. Aber ansonsten muss ich sagen, auch das Gefühl, was man so von der Hinterachse bekommt, ist schon Assetto Corsa ähnlich. Und das ist ein Kompliment von meiner Seite aus. Weil ich das Heck bei iRacing-Fahrzeugen immer so ein bisschen schlecht spüre. Das ist mit dem 911 Cup ganz gut gegangen. Mit dem hier geht es auch ganz gut. Also du hast ein gutes Gefühl,
wann das Auto übersteuert und wann du gegenlenken musst und wann du auch genug gegengelenkt hast. Also definitiv ein guter erster Fahreindruck hier. Was natürlich auch immer geil zu sehen ist, lasergescannte Strecke. Wenn du aus der Assetto Corsa einsteigst oder aus iRacing aussteigst und aus einem der beiden aussteigst, in einer der beiden einsteigst, dann hast du kaum Unterschiede. Also es fühlt sich genau gleich an, was Einlenkpunkte und Bremspunkte und so angeht und Geschwindigkeit. Und das ist halt schon echt ein riesengroßer Vorteil lasergescannter Strecken. Spielübergreifend Genauigkeit zu bieten. Wo man auch da teilweise Unterschiede festmachen möchte. Ich weiß nicht, ob die dann stimmen, aber ich zeige gleich mal. Ihr kennt vielleicht meine Hasskurve auf Spa-Francorchamps in Assetto Corsa. Die ich schon oft genug als Hasskurve betitelt habe, weil ich da eben nicht gut rauskomme. Und die fühlt sich hier ein bisschen besser an. Hier komme ich irgendwie besser. Genau, ich komme da nicht gut rein in die Kurve so rum. Ausgang klappt eigentlich, aber Eingang ist nicht so geil. Das klappt hier ein bisschen besser. Wusch, Vollgas durch, aber leider auch. Komm, jetzt hier bei so einer Trainingssession muss ich doch keine Slowdown-Penalty haben. Komm. Na gut. Aber wenigstens wieder ein schönes, untertouriges Drehzahlgeräusch. Ich habe das Auto jetzt noch nicht ohne Traktionskontrolle probiert. Die ist jetzt die ganze Zeit aktiviert gewesen. Ich glaube, das lassen wir auch so. Und ansonsten auch Standard-Setup. So, nächste Kurve, die Rechtskurve, hier runter. Habe ich immer so Probleme mit in Assetto Corsa. Hier geht's. Hier lenkt er ein. Ich kann sogar hier rechts über den Curb drüber und schön wieder rausbeschleunigen. Das habe ich in der Assetto Corsa noch nie so geschafft. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte man hier entweder mehr Grip oder in Assetto Corsa eben weniger Grip an dieser Stelle. Oder vielleicht passt irgendwo der Winkel in der Kurve nicht oder sowas. Das kann natürlich sein, dass trotz Laserscan muss sich natürlich trotzdem noch einer hinsetzen. Und die Datenwolke, die Point Cloud, reduzieren, runterbrechen, um die Performance zu spielbar zu machen. Und dabei kann natürlich auch ein Fehlerchen passieren. Naja, vielleicht fahre ich in der Assetto Corsa Kurve auch irgendwie anders, aus irgendwelchen Gründen. Muss ich mir nochmal vornehmen. Ist optisch auch wirklich schon ein Erlebnis, weil es ist Nacht, aber es ist trotzdem nicht dunkel im Auto. Und dieses blaues Mittag, und es hat nochmal sowas extra Nächtliches. Als ob der Mondschein über Belgien hier liegt. Wahrscheinlich ist er da auch, ne? Rechts von uns, rechts vorne. Leicht beleuchtete Wolken. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, dass ich da um die eine Kurve ein bisschen besser rumkomme, liegt vielleicht an iRacing, dass da vielleicht ein bisschen weniger Untersteuern herrscht oder so. Aber die anderen Kurven, die fühlen sich alle recht gleich an. Das ist wirklich nur die eine Kurve, wo ich nicht wirklich rumkomme.
hast früher eingelenkt, da musste ich lupfen. Das ist natürlich immer scheiße an dieser Stelle, weil man hier so lange Vollgas fährt. Und das trägt sich über die ganze Zeit, wenn man da schlecht rauskommt aus der Kurve. Zweite Off-Track. Habe ich schon mal eine Runde ohne Off-Track geschafft? Ohne ein X? Wir haben auch hier wieder Räderblockierungs-LEDs, die in pink aufleuchten, neben dem Schaltblitz da oben im Cockpit. Wenn wir zu hart auf die Bremse treten und die Räder blockieren, so wie jetzt zum Beispiel da. Ach, die sind sogar im Schaltblitz integriert, alles klar. Jetzt sind die natürlich schon einige Male stehen geblieben, aber so wirkliche Flatspots-Anzeichen im Force Feedback habe ich bisher noch nicht. So, wir machen jetzt mal eine gültige Runde hier, ohne Off-Track. So schnell, aber dafür gültig. Und hier ungültig auf Track. Oh, und hier zu schnell. Oh, nee. Ich bin wieder zu weit raus, geht aber auch noch. Aber guck mal, wann man hier einlenken kann. Das geht in der Assetto Corsa. Geht das doch so gar nicht, oder? Naja, was ich auf jeden Fall vorher mit lasergescannten Strecken meinte, ist, dass du bei einer nicht lasergescannten Strecke dieses Gefühl bei so gut wie jeder Kurve hättest. Es sei denn, der Mod-Ersteller hat wirklich super gutes Einschätzungsvermögen und kann sich anhand Fotos oder anhand der echten Welt so auf die digitale Welt einstellen, dass er das auch echt replizieren kann. Sonst hast du immer Kompromiss. Ein Ratespiel. Ist das jetzt richtig? Kommt hier noch einen halben Meter Strecke oder nicht? Muss hier vielleicht ein, zwei Grad mehr Camber in die Kurve? Muss hier irgendwas anders gemacht werden? Und bei einem Laserscan eliminierst du halt diese Zweifel zu einer recht hohen Prozentzahl. Weil du eben nicht mehr so viel raten musst, sondern da einfach schwarz auf weiß steht, wie der Streckenverlauf ist so ungefähr. Müsste mal den Versuch machen, ohne Laserscan eine Strecke zu modden. So, aber so ein Professioneller, ne, der das auch für so ein Entwicklerstudio macht. Und der macht die danach einfach nochmal. Und dann guckt man sich die Unterschiede an. Wird das überhaupt was bringen? Oder weiß ich einfach nicht genug über die Herangehensweise an die Erstellung so einer Strecke? Oder so ein Vergleich zu ziehen. Das kann natürlich sein, dass genau das Gleiche bei rauskommt, weil er sich bei jeder Kurve denkt, ja, das mache ich genauso wie gerade. Aber man hat halt eben keine direkte Vorlage zum Abhausen sozusagen. Ja, ey, aber Fahrgefühl ist wirklich Taco. Ich bin echt begeistert. Klappt auch super. Nee, aber wirklich, wenn es Tag wäre und das Reifengeräusch anders wäre und natürlich hier und da die Texturen, die man natürlich unterschiedlich sieht, aber dann könntest du auch meinen, das könnte Assetto Corsa sein vom Fahrgefühl her. Das ist wirklich ein sehr großes Kompliment für iRacing, zumindest aus meinem Mund.
mit diesen Worten sage ich danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Hier gibt es mal ein bisschen was aus der Wiederholung, wie immer. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.